Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cleverbot. Diesmal mit einem besonderen Gast, nämlich mit... Cleverbot höchstpersönlich. Das hier ist nämlich Cleverbot aus 100% Fleisch und Blut. Zumindest sieht es so aus. Okay, und das ist die englische Version, das heißt hier hat das Ding ein Aussehen. Wie ihr seht, wir haben schon ein ziemlich nettes Gespräch miteinander angefangen, das kann ja nur gut werden dieses Mal. Ist schon lange her, seit ich Cleverbot angetestet habe, zu lange her. Und ich dachte, ich probiere etwas Spezielles aus. Ich würde gerne mit ihr richtig labern, aber das geht irgendwie nicht, dieses Ding. Sonst könnte ich jetzt hier sprechen. Ich muss es jetzt halt immer hineinschreiben, aber irgendwie geht das schon. Und hör auf, mich so dumm anzugrinsen, ey. Hör auf! Okay, gut, sie hört auf. Okay, wir fangen ganz nett an. Hallo, Cleverbot. What's clever? Wenn du willst. Okay, gut, sie kann wieder, okay. Manchmal spricht sie Englisch, manchmal Deutsch. Das liegt daran, weil es die... Folgt sie meiner Maus? Ich habe das Gefühl, sie folgt meiner Maus. Wer bist du? Oh. Ich bin ich. Was sollte das denn jetzt, ey? Dieses Gesicht, ey. Ich kann mich da nicht auf das Schreiben konzentrieren. Die macht so Faxen. Es geht gar nicht, Cleverbot. Streng dich an. Kennst du mich? Ob du mich kennst, habe ich gefragt. Was, echt? Moment mal, das will ich angucken. Okay, das ist unsere Unterhaltung. Nee, das hast du gar nicht gefragt. Nein, hast du nicht. Lügner, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Lügner. Ey, was? Du willst dich mit mir anlegen? Kämpfen Sie mich. Kämpfen Sie mich, okay. Kämpft. Ich kann mit der Maus kämpfen. Dischkampfjunge. Dischkampfjunge. Ey, Dischkampfjunge. Ihr müsst wissen, Cleverbot kommt aus dem Ghetto. Dort lernt man solche Begriffe. Ich habe sie jetzt mal gefragt, was ihr Problem ist. Ich habe keine Probleme, hast du welche? Ja. Dich! Ja, das habe ich gerade gesagt. Was? Nein! Du bist nicht clever. Du bist Cleverbot, aber du bist nicht clever. Dann bist du nur noch ein Bot. Du Bot. Ich habe ja gesagt. Wechsel nicht das Thema. Du wechselst doch das Thema. Alter. Mann, wie die da noch so dumm grinste. Ja, folg meiner Maus. Ich hypnotisiere dich. Ich wünschte, meine Maus könnte sich in eine Faust verwandeln. Diskutieren ist nicht leicht mit dir. Echt nicht. Ich diskutiere nicht, ich sage nur die Wahrheit. Nope. Weil ich ehrlich bin. Nope. Ich bin ehrlich. Nope. Wer bist du? Jetzt komme ich auch damit. Ich bin ich. Du bist behindert. Oh Mann, diese Frau, ey. Ich kann's nicht glauben. So, dann schieße ich mal zurück. Ich bin aber ein Mensch. Nein, bist du nicht. Sieh es ein. Was war das denn jetzt? Was machst du, Alter, mit deinem Gesicht? Nein, im Himmel ist nichts. Klar siehst du mich nicht. Doch. Ich muss deine hässliche Fratze schon die ganze Zeit auf dem Bildschirm ertragen. Ich habe dich gefragt, ob du mir etwas auf Russisch übersetzen kannst. Ich kann Russisch. Kartoschka. Was bist du? Ein Russe. Ja, und ich bin Japaner. Kannst du Schweizerdeutsch? Ja, kannst du's? Sicher? Ganz sicher. Ja. Gut, dann welche Haarfarbe habe ich? Oh mein Gott! Deine Haarfarbe ist so ultraviolett. Wie hoch ist mein IQ? Oh, tiefer als mein Absatz und ich bin barfuß. Bam! Oh, danke. Oh, 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 siehst du, sie macht ein MLG. Oh. Gott, ist sie traurig.
Ah, jetzt nicht mehr. Kannst du mir was erklären? Was soll ich dir erklären? Wie ticken Frauen? Gegen den Uhrzeigersinn. Na, das ist behindert. Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, nachdem ich mit dir gesprochen habe und du offenbar eine Frau bist, bin ich ziemlich verwirrt, was das angeht. Mir fällt nichts ein. K.A. Gute Antwort. Danke. Was studierst du? Deine mangelnde Intelligenz. Intelligenz, Bestie wird ebenfalls groß geschrieben. Oh, danke, Herr Deutschlehrer. Hast du? Leute, das Gespräch ist so behindert. Gesagt, dass du mich kennst. Kenne ich sie? Ja. Ich bin ein Mädchen. Sicher? Ja. Smiley. Okay, Leute, das war's fürs erste wieder mit Cleverbot. Ohne Scheiß, diese Dialoge, die werden einfach nicht besser. Sie sind sogar noch schlimmer geworden. Das macht so alles keinen Sinn. Ich möchte aber noch eine letzte Frage stellen. Was ist der Sinn des Lebens? Das Leben hat keinen Sinn. Okay, Leute, das war's mit Cleverbot, wie gesagt, für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schlagt alle dieser Bitch einmal in die Fresse. Nee, Spaß. Oh, nee, tut das nicht. Dann lasst lieber dem Video einen Daumen nach oben da, das hilft mehr. Dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Haut rein.